Hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Sony Wireless Headphones, und zwar die WIC310. Das sind die gleichen wie die WIC200. Der einzige Unterschied ist hierbei die Farbe, aber vorsichtig. Die WIC300 sind andere Kopfhörer mit vollkommen anderen Eigenschaften und sind an dieser Stelle nicht passend zum Vergleichen. Zu den Kopfhörern selber. Wie ihr hier auf der Sony-Seite seht, ist der Preis der Kopfhörer ungefähr 30 Euro. Es handelt sich hierbei um Wireless-Kopfhörern mit Kabel zwischen den Ohrmuscheln oder Ohrstöpseln. Es sind In-Ear-Kopfhörer, wie man vielleicht sieht. Sie funktionieren mit Bluetooth und sie funktionieren sowohl am iPad mit iOS, mit meinem Smartphone, mit Android und mit meinem Windows-Notebook, mit Windows 10, problemlos. Und die Akkulaufzeit wird mit ungefähr 15 Stunden vom Hersteller betitelt. Allerdings kann ich das jetzt nicht genau nachvollziehen, ob das wirklich stimmt, aber sie halten auf jeden Fall länger als 10 Stunden. Das ist auch so mit einer der Top-Punkte der Kopfhörer, das gleich mal vorweg. Die Kopfhörer sind in verschiedenen Farben erhältlich und die Ohrenstöpsel sind magnetisch, sodass man die, wenn man sie um den Hals trägt, einfach zusammenhaften lassen kann, wenn man das möchte. Außerdem gibt es Bedientasten zum Bedienen der Kopfhörer an der Seite. Da hat man lauter, leise, Play und Pause, beziehungsweise bei längerem Tastendruck auf lauter, leise auch Vor- und Zurückspulen. Tonqualität. Die Tonqualität generell der Sony-Kopfhörer ist ziemlich gut. Sie ist vergleichbar mit 15 Euro kabelgebundenen Kopfhörern, die generell sich auf einem guten Niveau bewegen. Außerdem sind die Kopfhörer generell besser als die mitgelieferten bei so manchen Smartphones und Tablets, sofern überhaupt welche mitgeliefert werden. Und wie gut das Mikrofon ist, da könnt ihr euch selbst eine eigene Meinung zu bilden. Noise Cancelling ist nicht vorhanden, was bei einem Preis von 30 Euro verständlich ist. Und außerdem hat man speziell bei sehr ruhigen Stücken ein gewisses Grundrauschen bei den Kopfhörern, was man hört, das ich tatsächlich manchmal als störend empfunden habe, aber man muss natürlich immer den Preis mit dem Auge behalten. So, nächster wichtiger Punkt, die Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit ist auf der Website mit 15 Stunden betitelt. Tatsächlich kann ich auf jeden Fall mindestens 10 Stunden bestätigen. Das hängt damit zusammen, weil ich sie einfach nicht 10 Stunden am Stück trage. Und ich lade sie eigentlich höchstens einmal wöchentlich. Aufgeladen werden die Kopfhörer mittels USB Typ C, was sehr willkommen ist, da die meisten Handys und Tablets ja inzwischen mit USB-C geladen werden. Noch ein Punkt, der bei Wireless Headphones ja tatsächlich auch Relevanz hat, und zwar die Verbindungsqualität bzw. die Latenz. Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, da es ja hier kabellos übertragen wird, muss ja die Musik erst an die Kopfhörer übertragen werden und das kann dazu führen, dass zum Beispiel bei einem Video die Tonspur leicht verzögert zur Videospur kommt. Das ist mir manchmal aufgefallen, aber es ist generell nicht störend. Wo es wiederum stört, ist beim Videoschnitt, wenn ich ein Video schneide und da auch die wo es auch sehr wichtig ist, dass Ton und Bild synchron sind, da ist es mit diesen Kopfhörern oft nicht so gut. Außerdem habe ich draußen bei Kälte öfters festgestellt, dass es zu kurzen Verbindungsaussetzern kommt. Und auch in der Wohnung beim Musikhören kommt es ab und zu, aber recht selten, zu kurzen Verbindungsaussetzern. Hier verbinden sich die Kopfhörer aber in der Regel schnell wieder. Man sollte ja auch immer wieder im Kopf behalten, dass die Kopfhörer 30 Euro kosten und es trotzdem ganz gut ist, was sie für dieses Geld leisten. Fazit. Also generell, was habe ich mir dazu aufgeschrieben? Die Kopfhörer haben einen sehr guten Ton und eine sehr gute Akkulaufzeit, was für mich das Kaufargument war. Und sie werden mit USB-C aufgeladen. Ihr wisst ja, USB-C Everything ist ein Thema heutzutage. Die Nachteile sind eben die Aussetzer, die man ab und zu hat. Beim Joggen hat man ja hier bei den Kopfhörern diese kleinen leichten Gewichte, in denen sich der Akku befindet und die Tasten. Beim Joggen schwingen die ab und zu hoch und runter und wenn man sie nicht ins T-Shirt klemmt, kann das auch dazu führen, dass es die Kopfhörer aus den Ohren herausreißt. Das ist so, für Sport sind sie eher weniger gut geeignet, wobei ich sie da auch schon verwendet habe. Ja, ansonsten könnte man natürlich noch die Verbindungsaussetzer bemängeln, aber in Anbetracht des Preises von 30 Euro ist das, glaube ich, vollkommen in Ordnung. Und ich denke, meine Meinung ist dazu noch, wenn man damit zurechtkommt, dass man hier diese kleinen, ich sag mal, Gewichte an den Seiten hat, ist es auf jeden Fall ein gutes Produkt, gute Kopfhörer zu einem fairen Preis.
Falls ihr Interesse habt an diesen Kopfhörern, könnt ihr auch gerne auf Amazon durchstöbern. Ich verlinke euch die unten in den Kommentaren. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao!